mal, wer sitzt denn hier drin? Hi! Hallo! Mach mal deine Maske runter. Wer bist du? Stell dich mal vor. Bitte? Ich bin's, Kardelen. Du bist Kardelen. Okay, Kardelen. Du willst jetzt fahren mit mir gleich? Genau. Die Kardelen hat heute eine Autobahnfahrt, beziehungsweise die gesetzlichen Autobahnfahrten haben wir schon hinter uns. Wir sind schon sozusagen 4 Stunden Autobahn gefahren. Heute haben wir was Besonderes vor mit Kardelen. Das ist bei mir immer auf dem Plan. Das heißt, bei mir wird nicht nur die gesetzlichen 4 Autobahnfahrten gemacht, sondern wir machen insgesamt 6 Autobahnfahrten. Und teilweise auch 8, wenn das beim ersten Mal nicht gut klappt. Das heißt, wir üben heute das Rein- und Rausfahren auf die Autobahn. Die Kardelen ist soweit. Sie möchte heute es angehen. Was hast du für ein Gefühl? Was meinst du, Kardelen? Ich will es schaffen. Du wirst. So, jetzt sind wir hier auf der Alexanderstraße. Wir fahren Richtung Landgericht. Und am Landgericht fahren wir dann auf die Autobahn, auf die 46, Richtung Iserlohn. Ja, und dann fange ich so an, dass ich erstmal die erste Runde quasi durchfahre bis Letmathe und dann wieder zurück und dann wieder Hagen rausfahren, da eine Übung machen und dann wieder in Hagen auf die Autobahn 46 wieder drauf, wieder Richtung Iserlohn und dann Hagen Elsei raus, also eine vor Letmathe raus. Und dann wieder Richtung Hagen, Hagen raus und dann wieder Hagen rein. Und wieder Richtung Iserlohn, dann Hohenlimburg raus. Hohenlimburg wieder drauf Richtung Hagen. Und wieder Hagen raus und wieder drauf Richtung Dortmund bzw. Hagener Kreuz. Machen wir dann ein Umkehren auf der Autobahn. Und dann fahren wir Richtung Dortmund. Bis wir Hagen, Kupplung treten, bis wir Hagen ausgeschildert bekommen und dann fahren wir wieder Richtung Hagen. Da ist immer wieder rein, raus, bis das richtig sitzt. Mit dem Gucken, mit der Geschwindigkeit, Spiegel gucken, bremsen. So, dann fahren wir die zweite Ampel. Da unten ist das Landgericht sozusagen, das große gelbe Gebäude. Da wollen wir links, das hieß jetzt hier auch da an den Schildern. Blaue Farbe zeigt immer die Richtung der Autobahn. Ja, dann wollen wir gleich da unten links auf die Autobahn 46 Richtung Iserlohn. Und dann kannst du hier schon quasi gleich, wenn du anfährst, in die linke Spur. Komm, drück. Ja, Blinker links, Spiegel, Schulterblick. Ja, du hast nur im Spiegel geguckt. Also man muss erkennen, ob du Spiegel guckst oder Schulterblick machst. Das muss deutlich sein. Jetzt wieder Spiegel, Schulterblick, Schulterblick. Zur Seite richtig gucken, den Kopf drehen. Ja, das ist Schulterblick. So, wir haben jetzt eine Grünpfeilampel. Das heißt, der Gegenverkehr hat kein Grün. Wir können sozusagen in einem durchfahren. Ja, und dann schön weiten Bogen, rechts am Gehweg ankommen, Gas geben, nicht zu langsam werden, rechts ankommen und Gas. Ja, da vor dem Abbiegen nur ein Linksabbiegespur war, können wir dann beim Abbiegen in die rechte Spur reingehen, ja, weil dann 2 Spuren werden. So, die Stadt ist vorbei, wir können jetzt 60 fahren. Immer erst Spiegelgucken. Egal was du machst, erst die Spiegelgucken. Solange es geradeaus geht, die beiden Spiegel. Ja? Innenspiegel sowieso immer. Und den Außenspiegel nehmen wir den linken, solange es geradeaus geht. Den rechten nimmst du dann, wenn du nach rechts abbiegen willst oder nach rechts den Fahrstreifen wechseln willst. Ansonsten, wenn du nichts machst und nur geradeaus fährst, gerade dann alle 10 Sekunden. Innenspiegel, Außenspiegel, Innenspiegel, Außenspiegel, Innenspiegel, Außenspiegel. Immer wieder gucken. Innenspiegel, Außenspiegel. Gucken. Gucken, gewöhn dich dran, gucken.
So, jetzt haben wir dann 180. Was dürfen wir jetzt fahren? 80. Warum 80? 80, also vor der Kurve. Warum? Stand da drunter wegen der Kurve 80, da stand drunter bei Nässe 80. Also dürfen wir 100 fahren, es ist nicht nass. Ja, kannst du ja nochmal gucken. 100 und dann 80 und dann bei Nässe. Ja. Und da es nicht nass ist, dürfen wir 100 fahren. Gas, 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 Gas. Und dann Spiegel gucken. Fünfte Gang. So, und auch wenn es nass wäre, dann wäre das hier schon zu Ende. Dann dürften wir hier sowieso jetzt wieder 100 fahren. Ja? Weiter Gas. So, schneller 90. Dann den sechsten Gang. Schön in deiner Spur bleiben. Nicht vierte Gang machen, sechste Gang. Zu mir. Runter. Genau. Immer wieder spiegeln. Alle 10 Sekunden immer wieder gucken, was hinter dir passiert. So, die hier rechts kommen, die fahren gleich in unser Fahrstreifen. Wenn die linke Seite frei ist, wechsel ruhig nach links. Blinker links, hopp, Spiegel, Schulterblick, vorne gucken und rüber. Ja, dann machst du sozusagen Platz für die, dass sie rüber wechseln können. So, bist du dran vorbei und rechts ist frei, kannst du wieder zurück. Spiegel, Schulterblick, vorne gucken, rein, beim Reinfahren nochmal den Spiegel absichern. Und jetzt steht hier 130, ich will noch nicht mal 130. 120 will ich von dir, ja. Immer wieder gucken, nach dem Schwarzen ist frei. Ja, Schulterblick, vorne gucken und mit dem Schulterblick bitte nur den Kopf drehen, nicht den Körper drehen. LKW vorbei, zurück nach rechts, weil die linke Spur ist nur zum Überholen. Vorne gucken, sanft reinlenken, dabei nochmal kontrollieren und nicht langsam werden. Auch wenn du nach rechts gehst, nicht langsamer werden. Gleichbleibende Geschwindigkeit. 120 fahren. Jetzt nach vorne. Enger, dann wieder rausfahren. Ja, komm. Ah, nicht so stark. So, Iserlohn-Lettmate, fahren wir dann bitte gleich raus. Iserlohn-Lettmate, verlassen wir die Autobahn. Und sehen, Schulterblick ruhig am Lenkrad. So, was sagt das Schild? Iserlohn-Lettmate, 1000 Meter, also 1 Kilometer. Blinker aus und nicht zu nah an den Vordermann dran fahren. Das ist ein Parkplatz, also nicht hier rauf fahren, weiter. Wenn die vorderen schneller werden, kannst du auch wieder schneller werden. Bisschen. Ja, wir haben noch 500 Meter bis zur Ausfahrt. Ja, viele vertauschen, dass sie auch hier rein wollen. Das ist die Ausfahrt von dem Parkplatz. Ab 300 Meter Blinker rechts. Ja, bei 100 Meter einmal rechts ins Spiegel gucken. Rechts Spiegel gucken, vorne gucken, nicht über die durchgezogene Linie fahren. Jetzt, wo sie unterbrochen ist, rein. An die dicke Linie nach rechts ran. Erst hier drin darf sie jetzt langsamer werden. Das ist der Verzögerungsstreifen. Runterbremsen auf 55 vor dem Schild Ausfahrt. 55, Kupplung treten, Bremse loslassen, damit er auch nicht zu langsam wird. Dritte Gang, Kupplung wieder hoch. Autobahn rein und raus ist 50 und dritte Gang. Ab dem Schild Ausfahrt kannst du den Blinker ausmachen.
und auf die Geschwindigkeit achten, dass du nicht schneller als 50 fährst. Ja? Weil du die ganze Zeit schnell gefahren bist, ist das Gefühl dafür weg, immer wieder gucken. So, dann fahren wir gleich bitte links weiter, Richtung Schwerte, links. Und wenn wir links abgebogen sind, fahren wir dann sofort wieder rechts auf die Autobahn Richtung Hagen. Ja? Ampel wird grün, runter auf 30, abbiegen 30, zweiter Gang, Kupplung hoch, bevor du abbiegst, Kupplung hoch, schön links bleiben, gucken, jetzt Blinker rechts, Spiegel, Schulterblick, rein. Das erste Gucken war für den Fahrstreifenwechsel, jetzt nochmal einmal fürs Abbiegen, Spiegel, Schulterblick, rechts bleiben, Verkehr gucken, kommt keiner, vorne gucken, Gas geben. Und was haben wir gesagt? Auf und ab ist 50 und dritter Gang. Dritter Gang, gerade. Ja. Nicht zu schnell werden. Ja. Du merkst, das sind scharfe Kurven, deshalb auch 50 höchstens. Weiter. Schön auf der Kurveninneren Seite, neben der Linie bleiben. Nicht auf die Linie, neben der Linie. So, in der Kurve einmal im Durchgangsverkehr gucken, einmal reicht, Blinker links und Gas geben, 80 erreichen. Ja, das ist jetzt die Beschleunigungsspur, hier musst du 80 erreichen, die Geschwindigkeit erreichen, die die LKWs hier mindestens fahren. Spiegel beobachten, nicht schalten, Spiegel beobachten, Schulterblick, vorne gucken, rein, sanft reinlenken, an der Linie rechts bleiben, vierte Gang, wenn du drin bist. So, und natürlich nach vorne, der Abstand zum Vordermann, wie groß muss der sein? 50 Meter. Immer 50 Meter? Nein, wovon ist das abhängig? Die Hälfte von meiner Geschwindigkeit. Die Hälfte von der Geschwindigkeit. Wenn du 90 fährst, wären es 45 Meter. Wenn du 80 fährst, wären es 40 Meter. Also immer die Hälfte von der Geschwindigkeit. Okay. Fünfter Gang machen. Und da wir kein Geschwindigkeitsschild hatten, dürfen wir jetzt was fahren? 120. Also 100 bis 120. Das ist, was ich dir empfehle. Was dürfen wir gesetzlich fahren? Komm, überholen. Wenn kein Schild aufgestellt ist, unbegrenzt. Dann ist unbegrenzt, klar. Nur wir fahren halt nicht das Unbegrenzte, sondern wir gucken, dass wir konstant die 120 haben. Erst innen, dann außen. Erst innen, dann außen. Ja, jetzt haben wir eine Begrenzung auf 120. Ja, jetzt darfst du sowieso nicht mehr als 120. Und wenn rechts frei ist, musst du natürlich zurück nach rechts wechseln. Linke Spur ist nur zum Überholen. Hast du überholt, bist du fertig, musst du zurückwechseln. Beim Wechsel nochmal kontrollieren kurz, ganz kurz, genau. Blinker aus. Ruhig halten das Auto. Nach vorne kommen rote Schilder. Jetzt schon sehen, was da drin steht nach Möglichkeit. Jetzt schon Gas weg und bremsen. Abschild, das war, was da drin steht. Abschild musst du die 100 haben. Ja. Die Geschwindigkeiten gelten immer ab Schild. So, jetzt schon wieder sehen, da ist eine Auffahrt, da kommen viele Autos. Was machen wir? Wechseln. Ja, nach links. Komm. Und beim Wechsel nochmal kurz kontrollieren den Spiegel. So, weiter die 100 halten, bis der dran vorbei, rechts ist frei, wieder zurück. Und noch mal kurz gucken beim Reifen. Und auch nicht langsamer werden. 100.000. Immer wieder gucken, Karte. Immer wieder beobachten.
So, die nächste Ausfahrt verlassen wir die Autobahn. Ja, das ist Fernuni Hagen. Fernuni fahren wir wieder raus. In 400 Metern nicht langsamer werden, solange du auf der Autobahn dich befindest, nicht langsamer werden. Ja? Langsamer darfst du erst werden, wenn du im Verzögerungsstreifen bist. Ab 300 Meter Blinker rechts. 100 Meter kurz im Außenspiegel gucken, nicht über die durchgezogene Linie fahren. Spiegel vorne gucken und rein. So, erst hier drin darfst du jetzt langsamer werden. Runterbremsen, 55, schön rechts bleiben, Kupplung treten, Bremse loslassen. Dritter Gang. Kupplung hoch, rechts an der Linie bleiben. Rechtskurve, rechts bleiben. Mehr rechts bleiben. Nächste Straße fahren wir rechts. Spiegel, Blinker, Schulterblick rechts. Schulterblick rechts. Zweiter Gang fürs Abbiegen. Abbiegen höchstens zweiter Gang. Wieder Spiegel, Schulterblick. Vorne gucken, schön am Gehweg bleiben. Rechts bleiben, du hast einen eigenen Fahrstreifen. Rechts bleiben. Ja, und dann auf der Geraden wieder beschleunigen. So, nächste Straße fahren wir wieder rechts, Gardelen, rechts, Spiegel, Schulterblick, vorne gucken, rein, abbiegen ist wieder zweiter Gang höchstens, Kupplung durchtreten, Spiegel, Schulterblick, schön am Gehweg bleiben, Verkehr gucken, vorne gucken und Schild sehen. Ja, die Geschwindigkeitsschilder sind sofort am Anfang der Straße. Sobald du abgebogen bist, gucken, was da für ein Schild ist. So, jetzt wollen wir umkehren. Rechts ist eine Einfahrt, da bleibst du neben dem schwarzen Wagen stehen. Jetzt Blinker rechts, bremsen, Kupplung treten, anhalten. Kupplung treten, bremsen. So, sobald du stehst, Rückwärtsgang. So, mit dieser Autobahnfahrt verbinde ich sozusagen auch das Umkehren. Das heißt, jetzt machen wir das erste Mal mit dir das Umkehren, die Übung Umkehren. Ja, das wirst du auch bei der Prüfung machen müssen. So, steht auch hier Umkehren. Knicke, damit du das schnell wiederfindest. Also, rechts eine Einfahrt, Garage, Hof, Straße, egal. Vorwärts dran vorbei, anhalten. Nur wichtig, erst wenn du auf der Hälfte bist, den Blinker rechts machen. Weil wenn du schon hier hinten blinkst, dann denkt man, dass du da reinfahren willst, wenn da einer steht. Deshalb quasi schon beim Vorbeifahren erst blinken. Anhalten, sobald du stehst, Rückwärtsgang einlegen. Warum? Sobald du stehst, Rückwärtsgang einlegen. Damit, wenn einer hinter uns herkommt, sieht, dass wir zurückfahren wollen und nicht zu dicht auffährt. Woran sieht er das denn, dass wir dann zurückfahren wollen? An den Lichtern. Was für ein Licht? Weil wenn du einen Rückwärtsgang eingelegt hast, was geht hinten für ein Licht an? Weißes Licht, genau. Weißes Licht bedeutet für einen, der von hinten kommt und sieht bei uns hinten am Heck sozusagen weißes Licht, bedeutet, wir wollen rückwärts fahren, also nicht zu dicht auffahren. So, dann fahren wir rückwärts quasi in die Straße rein und dann vorwärts wieder in die Richtung, wo wir hin wollen, raus. Und wichtig dabei ist, schön am Gehweg bleiben und beim Rausfahren schön weiten Bogen zum Gehweg wieder rausfahren. Erst gerade fahren, bis du schräg reingucken kannst. Und zwar aus dem Fenster, auf dem zweiten Fenster von der Tür. Von dem kleinen Fenster musst du da reinsehen können. Ja, wie das hier abgebildet ist. Schräg reinsehen. Wenn du reinsehen kannst, anhalten. Lenken. Bevor du dann aber natürlich weiterfährst, musst du gucken, ob jemand von vorne kommt oder hinten kommt. Also Spiegel gucken. Ja, und wenn alles frei ist, dann erst weiter da rein. Ja. Und dabei schön am Gehweg bleiben. Ja? Okay, verstanden bis hierhin? Ja. Gut, dann erstmal gerade zurück. Hinten gucken, Kupplung hoch, wenn er vorrollt, Kupplung höher, Kupplung treten, wenn er zu schnell ist, nicht so schnell fahren. Wenn du reinsehen kannst, anhalten, anhalten. Erst anhalten. Anschlag lenken bis zum Ende. Ja, du willst nach rechts fahren, also nach rechts lenken. Vorne gucken, Spiegel gucken, ob hinten jemand kommt. Keiner kommt, hinten wieder gucken und dann schön langsam mit Kupplung rangieren nach hinten. Kupplung hoch. Langsam.
Und gucken. Es hat so lange gedauert. Ja, hast du den Weißen gesehen? Nein. Ja, gerade wo du geguckt hast, war keiner. Ja, und dann hat dein Anfahren nach hinten so lange gedauert, dass wieder einer gekommen ist. Das heißt, im Straßenverkehr ist das so. Das ändert sich innerhalb von Sekunden. Ja, du bist zum Losfahren erst nach vorne gerutscht und dann hast du wieder gebraucht, bis du gefahren bist. Das sind mindestens 4 Sekunden vergangen. Und dann, wumm. Prüfung wäre jetzt vorbei. Ja. Ja, natürlich. Ja, wenn da einer an dir vorbeifährt und du fährst dann rückwärts rein, weil du fährst dann mit der Schnauze raus in seine Richtung. Ja, also immer wieder absichern. Und wenn da irgendwas dazwischen gekommen ist, das hat zu lange gedauert, dann musst du neu gucken, bevor du wieder fährst. Okay, und wieder gucken, gucken, hinten gucken und wieder losfahren. Bremse loslassen, sonst kannst du nicht fahren. Und mit der Kupplung regeln. Und hier siehst du, wie weit du weg bist vom Borschen. Langsam, noch langsam. Und dann stopp, wenn er gerade ist. Gerade lenken, 1,5 Umdrehungen. Nein, nein, nichts blinken. Gerade lenken, nichts machen. Gerade lenken. So, noch ein bisschen rein. Die Motorhaube von der Straße weg, sozusagen hinten gucken. Du fährst nach hinten, dann guck auch nach hinten. Kupplung in der Mitte und reicht. Stopp, stopp, stopp. So, erster Gang. Fuß zum Gas, Blinker links. Ja, wir wollen ja umkehren. Jetzt schön mit Kupplung, komm, Kupplung in die Mitte. Und dann mit Kupplung regeln. Links gucken, wenn es schnell ist, ein bisschen treten. Kupplung wieder hoch und rechte Seite ankommen. Zum Gehwegchen haben wir gesagt. Nach links immer im großen Bogen zum Gehwegchen abbiegen. Beschleunigen, Spiel gucken, zweiter Gang. Bleib auf deiner Seite, geh nicht so weit nach links. So, Ampelkreuzung fahren wir links. Also, das haben wir jetzt ein Umkehren, was wir gemacht haben. Pfeil zeigt, wo du bleiben musst. Geh schon mal auf die Kupplung, Bremse bis zur Linie rollen lassen. Stehen bleiben und dann schalten. So, jetzt fahren wir hier links und dann fahren wir wieder auf die Autobahn Richtung Iserlohn-Dortmund. Wie ist das ausgewiesen? Wo müssen wir hin? Kannst du das sehen? Nein. Wo steht dann Iserlohn-Dortmund? Auf welchem Pfeil? Achso, nach links. Nach links. Ja. Und wie vielte Pfeil ist das, wenn du von unten kommst? Wir kommen immer von unten. Wie vielte Pfeil ist das? Zweite. Das bedeutet dann, die zweite Kreuzung links abbiegen, um auf die Autobahn zu kommen. Okay. Also nicht an der ersten Kreuzung schon, sondern an der zweiten Kreuzung. Heißt für uns, wenn da vorne gleich 2 Fahrstreifen sind, bleiben wir sofort in der linken, um dann nicht auch noch wechseln zu müssen. Mhm. Ja, dann sind wir sofort in der richtigen Spur. So, jetzt haben wir rot, Querverkehr fährt. Wenn du grün hast, auf wen musst du achten? Rechts. Jetzt haben wir rot, die fahren. Gleich, wenn wir grün haben, dann haben die das Umgekehrte von uns, oder? Ja. Ja. Also, Gegenverkehr musst du achten. Halten die Kupplung, bremsen, Kupplung treten, bremsen. So, jetzt wieder Fuß zum Gas, Kupplung in der Mitte, Ampel nochmal gucken, es ist Zeitvergang. Für dich ist Gegenverkehr wichtig und Fußgänger wichtig. Und was haben wir gesagt? Wir bleiben links in der Spur, damit wir nicht nochmal einen Fahrstreifen wechseln müssen. Zweiter Gang, hier sehen wir das Schild nochmal, ja. Zweite Kreuzung links. Das ist die erste Kreuzung. Spiegel gucken, bremsen. Und hier siehst du auch die Schilder, weiß und gelbe Schilder, die zeigen keine Autobahn. Da hinten die blauen Schilder, die zeigen die Autobahnauffahrt. Blau ist immer für die Autobahn. Na, und wieder los. Gas. Spiegel gucken, zweiter Gang. Jetzt noch. Blinker, Spiegel, Schulterblick, vorne gucken, rein. So, die Ampel zum Linksabbiegen ist rot, also kein Gas. So, jetzt ist aber grün. Weiter, nichts machen, weiter, 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 weiter. Alles gut, was wolltest du machen? Dritte machen oder was? Nein. So, wir haben grün Pfeil, das heißt, ja, jetzt muss er anhalten. Halt an, halt an. Es ist gelb geworden. Sofort muss umdenken können. Ja? Die Farbe hat sich geändert. Wir sind nicht so schnell, dass wir nicht anhalten können, also halten wir an. Ja, auch wenn das ein bisschen fester wird, das Anhalten. Ja, solange du keine Gefahrbremsung machen musst, bitte anhalten.
So, Unterschied Ampel, Unterschied Ampel. Was ist da, haben wir für einen Unterschied? Das ist eine Pfeilampel, das ist eine normale Ampel. Also das zeigt, dass ich nach links abbiegen. Das ist klar, also dass du als Linksabbieger dann dich danach richten musst. Aber das Eigentliche ist, wenn du eine Pfeilampel hast und die ist grün, dann kannst du sofort abbiegen, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Hätten wir die normale Ampel hier, dann musst du auch immer auf den Gegenverkehr achten. Okay. Ja, als Linksabbieger. Pfeilampel, du willst links abbiegen, brauchst du auf keinen achten, die haben dann rot. Zweiter Gang. So, dritter Gang schon mal vorbereiten für die Autobahnauffahrt. Dritter Gang. Und auf der Kurveninneren Seite bleiben, Rechtskurve. Rechts bleiben, mehr an der Linie bleiben. Einmal kurz gucken. Nicht im Spiegel, sondern im Verkehr. So, Blinker links. Und 80 erreichen. 80 erreichen. Auch wenn frei ist, nicht wechseln. Bis zum letzten Drittel fahren. Dabei immer wieder beobachten im Spiegel. So, wenn frei ist, Schulterblick. Vorne gucken. Und da hier so eine Rundung ist sozusagen, brauchst du gar nicht reinlenken, du bist automatisch drin. Und vierter Gang. Und was dürfen wir fahren? Unbegrenzt. Nee, 100. Sechster Gang. Und welchen Gang hast du gemacht? Ja, das musst du auch selber so langsam nach Gefühl spüren. Wenn du merkst, da ist so eine Motorbremsung drin, dass der Wagen so ein bisschen bremst, wenn du den Gang geschaut hast, dann hast du halt nicht den sechsten, sondern den vierten gemacht. Jetzt schon sehen, was haben die gleich vor, die hier rechts, was werden die machen? Wechsel. Je länger du wartest, umso näher kommt der Weiße. Hat sie erledigt. Gut, und jetzt darfst du wieder schneller aus 100 fahren, ja? Mach was, komm. Nicht immer auf meine Kommandos warten. Ja, wenn du 120, 130 fahren darfst, dann fahr die auch. Und wenn der Abstand nach vorne zu eng wird, dann musst du halt überholen. Da brauchst du nicht warten, bis ich das sage. Ja, genauso wollen die das auch in der Prüfung sehen. Die wollen sehen, dass du selbstständig fährst. Da wird der Prüfer dir nicht sagen, dass du überholen sollst. Das musst du schon selber machen. Und wenn du fertig bist mit dem Überholen, brauchst du selbstständig wieder zurückfahren natürlich. Und kurz kontrollieren, genau. Nicht ruckartig am Lenkrad. Ruhig halten. So, Haken Elsei, fahren wir bitte gleich raus. Nicht langsam werden, wenn du auf der Autobahn bist. Gleichbleibende Geschwindigkeit. Solange es natürlich nach vorne hin auch geht. Ja? Wenn da ein langsameres Fahrzeug ist, dann musst du dich dem anpassen, klar. Aber die Überholung tun wir jetzt nicht mehr. Ab 500 Meter überholt man nicht. Man bleibt schon mal im rechten Fahrstreifen. Ab 300 Meter Blinker machen. Und nicht langsamer werden, weiterfahren. Bei 100 Meter einmal kurz in den Spiegel gucken, rechts vorne gucken sofort wieder und von Anfang an rein. Aber nicht beschleunigen, jetzt bremsen. Jetzt bist du im Verzögerungsstreifen und bleib an rechts an der Linie. 55, Bremse loslassen, Kupplung treten, dritte Gang, bleib rechts an der Linie dabei. Rechts an der Linie bleiben. Bei dem Schild Ausfahrt spätestens den Blinker ausmachen und 50 halten. Dann fahren wir am Ende Richtung Henkhausen. Ja, das ist also nach links. Aber den Blinker erst machen, wenn du auch die Kreuzung siehst.
abbiegst, wenn du siehst, wo du abbiegst. Ja? Na, jetzt Spiegel gucken, Blinker links. Kein Gas, auf die Kreuzung langsam zufahren, bremsen auf 20, erster Gang, links gucken, rechts gucken, kommt einer an. Ja, wir hätten hier auch fahren können, wenn da keiner gekommen wäre. So, und fahren. Da kommt er. Okay. Jetzt schon mal genau mal rechts gucken, was da los ist. Öfter gucken, ja, rechts, links. Nicht zu lange in eine Richtung gucken, lieber öfter wechseln den Blick. Rechts ist frei, links ist frei und Fuß zum Gas. Gas, jawohl. Zügig, das Ganze muss jetzt zügig. Wenn du fährst, dann muss das zügig passieren. Meine? So, wenn der LKW schneller ist, dann ruhig den vorbeilassen erstmal. Spiegel, Schulterblick. Ja, Blinker hätte schon lange machen müssen. Ja, das sind Sachen, nicht immer warten, dass ich dir sage. Kurve, gucken, blinken, Gas geben, 80 erreichen. Ja. Nach 3 kommt in meiner Mathematik die 4. Das heißt, du bist aufgefahren, dann kommt der 4. Gang. Dann beschleunigt man, 5. Gang. Beschleunigen, 6. Gang. Nach vorne Abstand lassen. Nicht so dicht ranfahren. Hast du ja gerade gesagt, die Hälfte von der Geschwindigkeit. Woran siehst du, ob das die Hälfte ist oder nicht? Ja, guck mal. Der ist an dem Leitpfosten noch nicht vorbei. Da sind wir schon an unserem Leitpfosten vorbeigefahren. Das heißt, wir haben weniger Abstand als 50 Meter. Ja? Schilder auch sehen. Nicht über die Linie fahren. 6. Gang kannst du machen. Schon beobachten. Da ist ein LKW vor dir, der fährt höchstens 80, 90, weiter die 100 halten. Ja, jetzt hast du so lange gewartet, der Hintermann ist vor dir rausgefahren. Er lässt dich, komm, hat die Lichthupe gemacht, Schulterblick, genau. Ja, wenn du immer wieder beobachtest, dann siehst du das. Lücke hättest du normalerweise zurückfahren müssen. Guck mal, der LKW fährt raus. Wenn die Lücke von einem LKW zum anderen LKW mehr als 300 Meter ist, dann ruhig zurückfahren. Ja? Weil ein Ende der LKWs wirst du nie haben. Du wirst immer LKWs rechts haben.
Ja, wenn du denkst, den LKW überholen, den nächsten auch überholen, dann bist du ja die ganze Zeit links. Und das ist verboten. Bisschen Gas, lass den Gas weg, lass den Weißen rein. So, Fernuni fahren wir dann bitte wieder raus. Nächste Ausfahrt verlassen wir die Autobahn. Abstand lassen nach vorne, nicht so dicht ranfahren. Nicht auf die weiße Linie fahren, ja. Gas weg, vorne ist das Auto langsam. Spiegel gucken bei 100, vorne gucken und hier rein. Genau. Nee, Kupplung treten erst, nicht erst schalten, ohne Kupplung zu treten. Und rechts an der Linie bleiben, rechts an der Linie bleiben. In der Kurve Blinker aus. Und 50 höchstens. Jetzt schon vorne sehen, die Ampel sehen. Wenn ich nichts sage, ist immer geradeaus. Ja? Wenn ich keine Richtungsangabe mache, dann musst du geradeaus fahren, solange es nicht verboten ist. Zweite Gang schalten. Ja, weil du bist unter 30. Ja, jetzt guck mal, was da für Schilder sind. Ich habe Vorfahrt. Du hast Vorfahrt, 30er Zone. Dann möchte ich wieder umkehren, bitte. Hier rechts haben wir doch mal Garagenhof Einfahrt, Blinker rechts, vorbeifahren, nicht reinfahren, anhalten, 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 Kupplung treten, anhalten. Nee, nee. Warum hast du jetzt die Kupplung losgelassen? Tritt die Kupplung rein. Warum nimmst du die Kupplung hoch, wenn du stehst? So, Rückwärtsgang, sobald du stehst, haben wir gesagt. Jetzt guckst du, ob du schon reinsehen kannst, wo du rein willst. Kannst du. Also lenken. Kontrolle, Kontrolle, hinten gucken, losfahren. Und da wir natürlich jetzt über den Gehweg fahren, ja, das dauert jetzt wieder so lange, es kommt wieder einer vorne. Ja, langsam, langsam. Das Fahren selber natürlich sanft, langsam machen. Weiter, nicht stehen bleiben. Kupplung treten, bremsen sofort. Bremsen. So, und wieder Fuß zum Gas, nicht auf dem Boden, Kupplung in der Mitte. Halten, schön sanft und hinten gucken. Und dann stopp, wenn du gerade bist, stopp. Gerade lenken und gerade noch einen Meter zurück. Von der Straße runter. Okay, Meter reicht. Genau. Großen Bogen, immer rechts ankommen. Großen Bogen, nach rechts ankommen. Du fährst in die Gegenfläche. Nach links immer großen Bogen abbiegen. So, Ampelkreuzung fahren wir bitte rechts. Ampel rechts. Und dann nach dem Rechtsabbiegen die nächste Ampel links. Ja, fahren, fahren. Gas geben, Spiegel, Schulterblick, vorne gucken. Da wir die nächste links wollen, wir haben hier zwei Fahrstreifen, also gehen wir in die linke Spur. Zweiter Gang, Blinker links. Spiegel, Schulterblick, vorne gucken und rüber. Ampel sehen vorne. Zurück, du musst anhalten. Wenn der Ausgang ist, bitte immer Kupplung, Bremse. Ja, sonst rollt er zurück, hinter uns ist ein LKW. Komm. Ampel gucken, bis zur Linie vor. Bis zur Linie, bis zur Linie. Nicht zurückrollen lassen gerade. Auf keinen Fall zurückrollen lassen. Ja, der kann ruhig auch mal ausgehen, ist nicht schlimm. Aber während du dann irgendwas machst, darf der nicht dabei dann zurückrollen. Heißt,
Kupplung treten, Bremse treten. Warten, dass er startet. Startet er nicht, muss er halt selber manuell starten. Aber halt den Wagen halten dabei. Ja, ganz wichtig. Danke. Gas geben ein bisschen. Immer wenn du schaltest, musst du gucken, das Spiegel beobachten. Und für die Automan schon mal vorbereiten, bedeutet, genau. Ja, und auf der Kurve, inneren Seite bleiben, Rechtskurve, rechts bleiben. Ja, gucken einmal Verkehr, Blinker nach dem Gucken. Auf der Geraden 80. 80. Und dabei beobachten im Spiegel. Ja, wenn da einer neben ist, ruhig den weglassen, ein bisschen Gas zurück, Schulterblick und rein. Nicht reinlenken, reinfließen, nicht den hier machen. Vierter Gang und Blinker aus und weiter beschleunigen. Schneller, 90, sechster Gang. Immer wieder Spiegel kommen, immer wieder beobachten. Und du darfst rechts den linken nicht überholen. Überholen dürfen wir nur links, nicht rechts. Ja, achte darauf. Ich fahre von der Spur. Hohenlimburg, wollen wir gleich rausfahren, bitte? Hohenlimburg. Okay, dann Böhle Reh bitte weiter. Böhle Reh. Spiegel. Schulterblick, vorne gucken und jetzt schon sehen. Bremse. Mach langsam. Bremse. Aber nicht wieder aus der Spur rausfahren. Hey, bleib links. Bremsen. Linker Anwendeausgang ist, zweiter Gang und weiter. So, links und dann gleich die nächste Kreuzung sofort wieder rechts. Also Weitenbogen zum Gehweg hin. Wir wollen wieder Hagen Autobahn fahren. Schulterblick, schön rechts bleiben, einmal den Verkehr gucken und rechts bleiben. Und wieder vorbereiten für die Autobahn. So, jetzt selber machen, ich sage nichts, ja.
So, du darfst nicht nach links zum Überholen raus und langsamer als der rechte fahren. Ja? Hast du jetzt einfach überstürzt gehandelt. Du musst erstmal dich fangen, rechts bleiben, zusehen, dass du erstmal schneller bist als der Vordermann, bevor du rausfährst. Aber jetzt zum Drauffahren, Auffahren auf die Autobahn selber, da waren einige Fehler. Erstmal nach dem Gucken in der Kurve muss der Blinker kommen, ja? Und nicht erst zum Ende, wenn du kurz bevor du wechselst. Oder? Ja, und dann bist du die Kurve gefahren und das Auto ist erstmal Schlangenlinien gefahren. Auch ganz schlecht. Und warum ist das passiert? Weil die Blickführung nicht richtig war. Die Blickführung war nicht nach vorne. Ja, du musst erstmal in die Richtung gucken, wo du hinfahren willst. Und den Wagen ruhig haben. Keine Bewegung am Lenkrad machen. Ja? Und dann musst du viel öfter im Spiegel beobachten. Während du schon beschleunigst, musst du schon gucken, was da neben dir los ist. Ja? Okay. So, Fernuni fahren wir raus. Nächste Ausfahrt wieder raus. Nicht langsam werden. Ampelkreuzung fahren wir links, Ampelkreuzung links. Und wo war der Schulterblick zum Wechseln des Fahrstreifens? Du hast Spiegel geguckt, aber keinen Schulterblick gemacht. Abbiegen ist höchstens zweite Gang, Cardelan. So, warum bist du in die linke Spur sofort reingegangen und nicht in die rechte? Beim Abbiegen? Ich war ja also in der linken Seite. So. Ja, aber das war ja nur, also vor dem Abbiegen war ja nur ein Abbiegestreifen nach links. Der neben uns ist ja nicht auch links abgebogen. Der neben uns, der Fahrstreifen, der war für nur geradeaus. Es war eine Linksabbiegespur, in der Mitte geradeausspur und rechts Rechtsabbiegespur. So, du bist links in die Abbiegespur reingegangen und bist dann beim Abbiegen in die Mitte reingegangen. Bist zwar jetzt nicht deswegen durchgefahren, aber das ist halt natürlich nicht richtig. Du musst dann auch rechts am Gehweg ankommen, immer im weiten Bogen. Links abbiegen, weiten Bogen. So, nächste Möglichkeit links. Blaues Schild, hier dürfen wir nicht links. Deshalb habe ich auch gesagt, nächste Möglichkeit. Hier ist möglich. Blinker links, Spiegel, Schulterblick, vorne gucken. So. Gegenverkehr achten als Linksabbieger, bremsen, runterschalten jetzt schon. So, wenn nach dem LKW frei ist, jetzt schon rollen, 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 nicht loslassen die Kupplung. Anhalten, sofort anhalten bitte. So, Fuß um Gas, Schulterblick und losfahren, wenn kein Gegenwehr. Und dann fahren wir hier wieder links. Das kleine Stück ist eine Einbahnstraße, links bleiben, Blinker anmachen, wenn der Ausgang ist, rechts vor links achten. Ja, der Linke muss auf dich warten, du musst auf den Rechten warten. Weiter, nicht anhalten, wenn keiner kommt. Groß, nicht ins Auto reinlenken, hallo. Immer rechts ankommen beim Linksabbiegen. Weiten Bogen, das ist der Grund. Ja, du wolltest schon fast in den Wagen da rein. Na, wo willst du hin? Was sagt das Schild hier vorne? Erster Gang, komm. Ja, dann fahren wir da bitte nicht rein. Blinker links, Spiegel, Schulterblick und die Ampel fahren wir dann rechts bitte. In die rechte Spur. Kupplung hoch, rechts, Spiegel, Schulterblick und fahren. Spiegel gucken, nächster Gang.
Dann fahren wir bitte auf die Autobahn Richtung Iserlohn Dortmund. Auf die 46. Autobahn. Spiegel, Schulterblick. Also nicht einschlafen. Bleib konzentriert. 30, abbiegen ist 30. Bremsen, bremsen, Kardinal, bremsen erst. Nicht erst schalten. Erster Gang. Unter 20, erster Gang. Kupplung hoch. Ja, die Stunde ist noch nicht rum. Bleib konzentriert. Und zweiter Gang. Ja, das gilt generell. Abbiegen ist höchstens 30 und zweiter Gang. Und wenn natürlich Verkehr kommt, musst du 20 und erster Gang machen und zur Not anhalten. So, gucken einmal, Blinker machen. Jetzt nur nach vorne gucken bitte, erstmal auf der Geraden. So, beschleunigen, ruhig halten den Wagen, beschleunigen und dabei im Außenspiegel beobachten. Immer wieder auch mal Geschwindigkeit gucken, nochmal gucken. So, und reinfließen, nicht reinlenken, reinfließen. So, und vierter Gang. Und du hast den zweiten gemacht, ganz gefährlich. Also verschalten darfst du dich natürlich nicht mehr. Ja, das darf nicht mehr passieren. Und fünfte, ja. Komm. Du rödelst noch viel zu sehr hier rum. Wir fahren Richtung Dortmund, wir wollen jetzt umkehren. Ja? Das heißt, wir fahren jetzt, das ist ein Autobahnkreuz, Hagener Kreuz, die zweite, Blinker, Dortmund. Ja, wir fahren Richtung zweite. In diesem Fall ist es halt Dortmund. Wenn wir Frankfurt fahren würden, könnten wir nicht mehr zurückkommen. Also Blinker aus. Ja, Dortmund ist erstmal geradeaus. Und wenn du nachher Hagen ausgeschildert siehst, dann folgst du Hagen. Ja? Aber erstmal Richtung Dortmund, bis du dann Hagen siehst. Ja, jetzt schon das Schild sehen. Dortmund ist nach rechts. Ja, Blinker rechts. Spiegel, Schulterblick hier rein. Nicht ruckartig lenken, bitte. So, vor der Kurve 50, dritter Gang. Kupplung hoch, auf der Kurveninneren Seite bleiben. Rechts an der Linie, in der Kurve. Blinker aus. Weiter. Einmal gucken. Vorne sofort sehen. Nicht zu lange gucken. Und Schilder sehen. Was haben wir gesagt? Hagen. Hagen ist nach rechts, also bleiben wir hier in der Spur. Ja. Und wieder rechts an der Linie bleiben, Kurven, innere Seite bleiben. Nicht raustragen lassen, bleib an der Linie. Und auch nicht zu langsam werden. An der Linie bleiben. Einmal gucken, kurz. Blinker links. Rechts bleiben, an der Linie bleiben. Und jetzt auf der Geraden beschleunigen. Komm, beschleunigen. Spiegel beobachten. Schulterblick. Vorne gucken, rüber. Du hast schon geblinkt. Du bringst dich selber durcheinander. Und vierter Gang. Ja, das ist, weil du hast noch nicht verstanden hast, dass der Blinker sofort in der Kurve nach dem Gucken kommt. Ja, und dann willst du auffahren und willst noch Blinker machen. Das ist viel zu spät für den Blinker. So, neben dir eine Wand oder eine dicke Linie bedeutet, du musst nochmal wechseln. Blinker links. Immer bis zum Ende bitte. Beobachten. Spiegel beobachten. Nicht zu lange gucken. Schulterblick, vorne gucken und rechts an der Linie bleiben. Abstand lassen nach vorne. Gas weg ein bisschen. Fünfter Gang kannst du ruhig schalten. So, nächste Ausfahrt. Fernuni fahren wir wieder raus. Nicht so dicht ranfahren, das ist viel zu eng, was hier was. Ja, wir haben gerade mal, weiß nicht, 20 Meter. Ja, noch nicht, fahr erst mal ran. An der Linie bleiben. Und rechts bitte jetzt weiter. Rechts.
Du hast keinen Schulterblick gemacht. Zweiter Gang fürs Abbiegen. Komm, du musst arbeiten, Karlinnen. Du hast jetzt schon wieder aufgehört. Du hast Pause gemacht vor euch. Rechts bleiben, rechts bleiben. So, nach der Ampel ist rechts eine Bushaltestelle. Da halten wir bitte einmal an. Ja? Blinker rechts, Spiegel, Schulterblick, Bremse, Kupplung. Ja? Hier rein langsam und dann bis nach vorne. Vorfahren bitte, runterschalten in den ersten Gang. Vortasten und dann einmal anhalten. Ja, das war die Autobahnfahrt, die Rhein-Rausfahrt. Sag mal deine Gefühle. Rückblickend, wie war's? Ja, sehr schlecht. Du warst echt sehr schlecht. Ja, du hast dich schwer getan, ja? Aber das heißt nicht, dass du unbedingt sehr schlecht warst. Ich weiß eigentlich, was ich machen soll, aber das... Ich weiß nicht. Das klappt einfach nicht. Ja, du weißt, dass du es weißt, sieht man. Nur die Handlungen kommen meistens zu spät. Zum Beispiel den Blinker, ja, machst du zu spät. Oder wenn du es dann machst, dann guckst du lange. Zum Beispiel in der Kurve sollst du einmal kurz den Verkehr. Und dann guckst du zu lange. Ja, ich weiß. Ja, das ist nur tack, tack. Weil du fährst, du bewegst dich dabei nach vorne. Und wenn du da 2-3 Sekunden dabei nach links guckst und gar nicht siehst, wo du hinfährst, dann kann das schon schwere Folgen haben. Ja? Sekundenblick. Tack, tack. Und dann Blinker. Und dann konzentriert man sich erstmal quasi auf den Verkehr, dass du deine Spur hältst. Ja, weil das hatten wir auch. Du hast lange geguckt, zu spät nach vorne und dann ging das Auto erstmal rechts, links. Ja, darf nicht passieren. Der Prüfer darf keine Angst kriegen hinten. Ja, also auch wenn nichts passiert, auch wenn kein Unfall passiert, sobald der Prüfer Schiss bekommt, kriegst du deinen Führerschein nicht. Ja, der muss sich wohlfühlen im Auto. Und dann lieber ein bisschen langsamer um die Kurve erst fahren, damit du die Spur hältst und dann auf der Geraden beschleunigen. Nur auf der Geraden dann beschleunigen, natürlich nicht Vollgas geben, ja? Aber halt zügig beschleunigen und dann halt immer wieder gucken, auch wenn du guckst, auch wieder nicht zu lange im Spiegel gucken. Tack, 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 immer wieder gucken, wo du hinfährst. Weil du bewegst dich nach vorne und dein Beschleunigungsstreifen ist ja nicht unendlich, irgendwann ist er zu Ende. Ja? Deshalb muss auch immer wieder sehen, aha, wo bin ich denn jetzt gerade? So, und wenn das nicht klappt, dass einer neben dir ist, dann musst du halt vielleicht Gas wegmachen und dann hinter ihm rein. Ist ja kein Problem. Du musst nicht unbedingt vor denen rein. Ja? So, also wir haben es probiert. Du hast auch vieles richtig gemacht. Das war auch schon okay. Einiges hat nicht geklappt. Aber wir haben ja auch morgen noch keine Prüfung. Ja. Das heißt, wir können es ja nochmal üben. Und das Gleiche machen wir morgen nochmal. Da wird es auf jeden Fall besser sein. Das glaube ich auch. Ja? Ja. Okay, dann verabschieden wir uns schon mal. Karl-Dellen sagt tschüss. Wir sehen uns. Bis die Tage. Und abonnieren nicht vergessen. Hä? Genau. 10 Masken in Deutsch. Hoş gelmişsin. Nedir o? Bir daha göster. Führerschein. Kazandın yani sınavı. Endlich. Bitirdin. Rami'den kurtuldun. Hier, bitte schön. Das kriegst du noch dazu. Einmal umhängen. Yine maskesini taktı hemen. Corona. Corona, Corona. Ja, super. Glückwunsch. Dankeschön. Bist gut gefahren? Ja, danke. War zwischendurch ein bisschen aufgeregt gewesen. Ja. Aber war das okay? Okay. Fahr vorsichtig. Mach's gut.